Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zompiercer. Ich bin's wieder, euer Nobody. Danke, dass ihr wieder einschaltet, ihr Lieben. Ja, ich habe jetzt sehr, sehr spontan, muss ich sagen, die Folge wieder angeschmissen. Und zwar habe ich... oder ich mach's so. Wir sind jetzt wieder in einen neuen Bereich eingedrungen. Na, es gab den Ladebildschirm. Und dann dachte ich auf einmal, das ist eine Straße, könnte interessant sein. Warum ist die schon so früh da, ne? Wenn das neue Biom oder die neue Region schon lädt? Gut. Und just schreibt mich jemand an. Tut mir leid, ihr Lieben. Ich weiß jetzt nicht. Wer mich angeschrieben hat. Egal. Ja, das ist immer ein bisschen verwirrend, jetzt, wenn man in dem Spiel ist, rauszutappen. Und das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Wie dem auch sei. Ich habe hier was entdeckt. Und dem will ich mal auf die Spur gehen. Es schreit so nach Loot und nach mehrfach Verrecken. Ah, ihr kennt mich. Ich kann da nicht widerstehen. Hier schaltet das da rein. Das mal rein. Komm, wir schmeißen einfach alles, was wir haben, was wir jetzt so nicht brauchen, rein. Gucken wir mal kurz hier drin, ob da schon was drin ist an Metall. Ah ja, da ist was Metallmäßiges drin. Ah, da hat man sogar noch das. Ah, das ist gut. Hier, den hole ich mal mit. Den können wir, glaube ich, gut brauchen. Ah, Muni war schon hier. Okay. Das lassen wir mal. Da drin. Okay, ja, die Batterien. So. Das rein und den Rest nehmen wir. Here we go! Yippie! Weiß ich, werde es bereuen. Bin mal gespannt, wo die Schienen hinführen oder ob das nur hier dieser Poi war und wir hier halten mussten. Aber wie gesagt, da hinten habe ich die Straße gesehen. Die verläuft hier so. Ja. Oh, ist hier ein Spawn. Aber klar. Ein kleiner See, wie süß. Ja, gefällt mir aber jetzt nicht so wegen den Quadern da. Wenn ein Berg in der Nähe ist, an so einem kleinen See, ist richtig geil und Bäume. Aber das sieht jetzt nicht so einladend aus, muss ich sagen. Nicht wirklich. Und dann noch Sand? Ja, ich muss hier jeden einzelnen pullen. Ne? Nicht, dass ich alle... Hier auf einmal... Das ist wieder so eine Krankenschwester. Nein. Mach mal's mal so. Okay, ihr reagiert da drauf. Oh. Okay, das waren noch ein paar mehr wie gedacht. Also ein paar mehr, ne? Ganz leger. Hier kommen jetzt alle! Seid ihr des Wahnsinns! Seid ihr des Wahnsinns! I'm out. I'm sorry. Ja, komm, mit zwei kann ich es noch aufnehmen. Aber wenn jetzt noch der Rest dahin spawnt. Komm, sehr. Kriegst eins auf die Omme hier. Oh, wo ist mein Pfeil? Gib mir meinen Pfeil. Ah, schade. Ja, bei so Spielen bin ich sehr pingelig halt, habe ich ja schon mal gesagt, mit den Bögen. Da ich in echt schon das betrieben habe, Bogen schießen, bin ich da sehr, sehr pingelig. Okay, ihr macht da Gangbang in der Mitte, soll mir recht sein. Solange mir meine Ruhe hier lasst. Oh, hätte ich jetzt noch eine Granate einfach reinwerfen in die Mitte, dass wir so... Geilomatico. Oh, jetzt kommt so ein... Oh, da sind ja auch noch welche.
Ja, hier die voll krasse Location ist das jetzt nicht. Oh nö, jetzt kommt noch so eine Pulla damit. Zieht sich das jetzt hier die ganze Zeit so? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier der Poi ist. Ich weiß es halt nicht. Wenn, müsste ich ja davon ausgehen, dass es hier irgendwas Geiles zum Holen gibt. Aber bis jetzt ist es nicht der Fall. Ja, erstmal trinken. Essen und trinken hält Leib und Seele zusammen. Hier, legendär. 101. Gesundheit. Was macht? Ah, stimmt, ich habe mich ja hochgelevelt. Ich kann ja mehr. I am Legend. Apropos I am Legend, das ist ja der Film, der basiert ja auf der Omega-Mann. Oh, hier ist die Straße. Keine Ahnung, ob die jetzt da hinten irgendwo hinführt. Wir können es ja mal angucken. Also wie gesagt, I am Legend basiert auf der Omega-Mann. So, sehenswerter Film, finde ich. I am Legend jedoch ist mir ein bisschen zu schnelllebig und dann das Ende ist blöd gewesen. Er opfert sich und bumm. Ne? Es gäbe andere Möglichkeiten. Aber sie wollen ja I Am Legend 2 machen und die greifen dann quasi die alternative Ende des Films auf. Ne? Und das ist das, was ich dann an der heutigen Filmindustrie so anprangere. Einfach mal einen Film machen und dann ändern. Ne? Klar, ich hätte von Anfang an ein anderes Ende da gewollt. So, aber so wie es in I Am Legend gelaufen ist, ist es ja nicht nur in I Am Legend, sondern in vielen anderen Filmen. Es wird nur einfach was auf dem Markt gerotzt, ne? Und gut ist. Man kann man so viele Filme nennen. So, warum habe ich das Gefühl, dass ich einmal drum rumlaufen kann? Probieren wir es mal. Vielleicht glaube ich jetzt gleich durch das nächste Dorf oder was auch immer es ist. Oder hier ist gleich eine Wand und ich bin umsonst hierhin. Es sieht ja auf den ersten Blick aus, als ob irgendwas versunken ist. Hey, wir latschen hier tatsächlich drum rum. Ja, dann habe ich ein Problem. Wenn ich durch eine Ortschaft muss mit vielen Sets, und der Zug nicht in der Nähe ist. Naja, lass dich überraschen. Wir sollten aber nichtsdestotrotz mal Folgendes machen. Autosave machen wir. Keine Ahnung. Hier. So, speichern. Ja, hier fehlt es an Ausdauer. Was brauchen wir noch? Ich will die Ausdauer auf jeden Fall. Auf jeden Fall steigern. Und dann sollten wir mal uns das Schleichen überlegen. Weil das wäre hier in der Situation vielleicht auch richtig praktisch gewesen. Weil es waren so viele. Ich glaube, das wäre egal, oder? Oh, hier ist wieder Besuch irgendwo. Wir haben es gehört, dieser Zimmer. Ja, scheinbar ist es gewollt, dass wir hier rumlatschen können. Ob es dann so eine Nullnummer ist, wie damals bei GTA 5. Diese eine Mission, wo ich... Boah, wenn ich da dran denke. Krieg ich jetzt schon wieder die Wut. Damals... Als ich wieder nach Köln zog und meine neue damalige Stelle anfing, habe ich beim Kumpel erstmal ein paar Tage übernachtet, die Wohnung hatte. Und er hatte damals die PS3. War ein geiles Scheiß, ne? PS3. Heute lacht jeder drüber, aber ihr werdet lachen. Vor 2 Jahren habe ich mir die nochmal gekauft. Wie dem auch sei. Und dann natürlich GTA 5 gezockt. Weil ich auch sauer war, dass es noch nicht auf PC rausgekommen ist. Aber da war's. Gut. Eine Mission, nehmt ihr an. Ihr müsst dann mit dem U-Boot, glaube ich, ein paar Stellen abtingeln. Komplett um Los Santos. Und euch wird viel Geld versprochen. Und ja, man denkt dann auch, okay, das ist ein riesen Aufwand. Man braucht ja, wie viel war es? Halbe Stunde bis Stunde? Ja? Und dann am Ende kriegt man nur $50. Mmh.
Also, ich muss euch nicht sagen, wie extrem sauer ich war. Oh, oh, ja. Willkommen in der Ortschaft. Ich weiß nicht, ob wir... Doch, das sind Gleise. Wir wären so oder so hier hingekommen. Nee. Gut, also dann machen wir Folgendes. Wir gehen wieder den Gleisen entlang, holen den Zug und fahren hier hin. Weil da unten, nee, I don't have business. Wenn ich 2, 3 weitere Granaten gehabt, dann wäre es okay gewesen. Hätte ich sagen können, ja, machen wir. Ne? Hätten erklären können, weil ihr habt ja gesehen, wie schön die da standen. Aber so ist das, na, eher suboptimal. Drücken wir es so aus. Aber diese GTA-Mission, ich habe sie gehasst. Ich habe sie gehasst. Prinzipiell bei GTA 5 habe ich es gehasst, dass man diese 3 Charaktere spielen musste, dass man nicht einen festen Charakter hatte. Das habe ich echt... Das war blöd. In San Andreas war es genial. Es war genial, du warst CJ. Du hast das Abenteuer alleine erlebt und ich finde, das hat dich rausgebracht aus dem Erlebnis, so 3 Charaktere im 5 zu haben. So, und dann konntest du dir Häuser kaufen etc. Und nö, wenn du dir was holst. Ich glaube, man konnte sich damals zumindest nicht so viel holen. Das war's dann. Ne? Das war's. Und das hat mir echt das Feeling von GTA ein bisschen versaut. Deswegen, ich war da auch sehr sauer. Schon GTA 4 war ich nicht mit zufrieden. Weil... einem wurden da auch die Domizile quasi aufgedrängt. Außer durch eine Mission, einen Trick, da konntest du, wie hieß er hier, den Ober... Oberstecher da verarschen, hast du seine Bude bekommen. Ja, ich erinnere mich da nur sehr vage dran. Egal. Ah, da hinten ist der Zug. GTA San Andreas, da konntest du alles kaufen, was auf der Map ist, was zum Kaufen angeboten wurde. Du konntest es dir aktiv auswählen. Das finde ich geil. Und sowas erwarte ich in GTA-Teil. Und deswegen, bei GTA 4 bin ich umgeswitcht zu Saints Row 2 und dann Saints Row 3. Dann kam auch ein bisschen später GTA 5 raus. Ja, dann hat es mich nochmal zu GTA 4, zu Saints Row 4 und Get Out of Hell getrieben. Weil ich war sehr, sehr enttäuscht. Und Saints Row, das ist wie GTA nur noch ein bisschen überspitzt, aber GTA ist ja schon kaum überspitzt von der Realität. Ne? Aber Saints Row, das Einzige, wo ich bemängeln muss, der geilste Titel da war Saints Row 3, Saints Row the Third. Eine größere Map wäre geil gewesen, eine größere Map. So ein Pendant zu San Andreas wäre geil gewesen. So, ihr Lieben. Ich scheine hier keinen Bock, ne? Wollen wir jetzt rückwärts, ne? Mal zumachen. Anmachen und Chuchu. Tschüss, ihr Luschen. Nee, das war zu viel. Hätte ich das hier gewusst, hätte ich 2 Granaten gehabt. Eine hingeworfen, bumm, die laufen hin. Zweite folgt, bumm, weg. Werde ich dann wohl genau jetzt. Wenn es schon hier so krass ist, will ich nicht wissen, wie es da hinten ist. Warum habe ich das Gefühl, wir fahren hier gerade ins Verderben. Mal ein bisschen näher. Wenn schon. It's a me, it's a nobody. Aber ich glaube, wir sollten dennoch eine Sache machen. Eine Sache sollten wir mal getrost machen, bevor wir in der Ortschaft sind. Da. Tür schließen. Und einmal aufs Ohr hauen, so. Klatsch. Jetzt nächste. Weil jetzt da im Dunkeln anzukommen, das ist sowas von suboptimal. Muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Es wird geladen. Psst! Mach den Scheißwecker aus.
Das hier ist auch super optimal. Hallo? Komm hier nicht raus! Was ist denn das für ein Scheiß hier? Oh, Leute. Okay, merkt euch, wenn so leichte Kurvenlage ist und das Ding nicht gerade ist, kommt er zwar rein, aber nicht mehr raus. So, lösen an. Das muss kesseln. Mein Licht. Boah, guckt euch das mal an. Boah, es ist wieder laut. Ich habe eigentlich gesagt, liebes Audio. Hat das nicht übernommen. So, jetzt müsste es deutlich angenehmer sein. Boah, es geht deutlich weiter bergab, aber der bremst ja immer mehr. Und das letzte Mal war so eine Sache. Na komm, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, schon ein bisschen Gummi geben. Man, oh, damn it. I hope you two got out before the zombies arrived. Viele Krankenwagen. Ich habe hier echt kein gutes Gefühl. Auch Krankenwagen. Boah, ich glaube, das war der letzte Kampf hier bei euch, Leute. So. So eine Lok ist nicht gerade leicht. Die müsste das durchbrechen. Aber easy peasy. Boah, ja, da ist schon einer, zwei. Oh, einer steht da. Das ist aber schön. Aber schon Begrüßungskomitee hier. Aber... Hey, du Sack. Und, stehst du auf? Liegen bleiben. Guten Tag. So, Taschenstoff, ja. Die habe ich gar nicht gesehen. Spratzel. Gut, das ist klar. Hier wird Stoff und Masse sein. Ja, Alter, ist Stoff. X. Ja, das hier ist ein bisschen nervig mit dem Stoff. Oh, okay, das ist welcome. Ah, das auch, okay. Nichts in der Kasse, was ist denn das hier für ein Triss? Knöpfchen drücken geht nicht. Ja. Ja, aber hier für unsere Wumme finden wir nichts mehr, ne? Das ist ein bisschen blöd. So einer ist das, ja. Kopf beruhig mal ein bisschen. Bös! Mir erst gedacht, nee, da ist keiner drin.
So. In die Öffnung gucken. Also für alles finden wir hier Munition. Für, wenn es hier doch nochmal... Wenn das jetzt hier kein Gimmick ist, dass es nur eine Waffe gibt eigentlich. Ne? Und sonst Muni für alles. Sollten wir dann eine andere Blume finden? Irgendwie? Hi Bob, wenn du den Strom von der Tankstelle anschalten musst, komm zu meinem Haus. Ich habe den Schlüssel. Das ist schön. Dumme Kuh. Lass mich raten, hiervon hast du auch wieder einen Haufen. Ja, gut, wir müssen nochmal hier hin und dann gucken, wo die Tankstelle ist. Wir müssen auch erstmal hier hoch. Fällt mir auf. Oder ein, besser gesagt. Ihr Lieben, das werden wir aber nicht jetzt machen, das werden wir in einer weiteren Folge machen. Wenn es euch denn gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet mit einem Daumen nach oben und ein Abo. Und auch das Glöckchen. Kling. Ja, dann verpasst ihr nichts mehr. Lasst gerne Ideen, Tipps oder Vorschläge da. Freue ich mich immer. Und dann sage ich vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nobody. Tschüss.